Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir die Löffgefu oder so, diese Templer-Tante gemeuchelt. Ja, ihr habt mich erwischt, das ist schon wieder eine ganze Weile her. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit, denn es ist Urlaub und ja, ich würde mal sagen, heute ist unser Tag. Heute geht's ab ins Abenteuer. Heute erkunden wir die große weite Welt und ja, zuallererst müssen wir mal herausfinden, was wir jetzt zuallererst machen. Ich glaube, wir sind hier noch beim Missionsziel, oder? Genau, hat er ja noch markiert. Da müssten wir jetzt einmal gucken, dass wir hier bei den Quests schicksalshafte Begegnung wollen wir ja, glaube ich, noch nicht machen, oder? Der wachsende Ruhm deiner Siedlung und der Bau neuer Gebäude könnte mehr Menschen nach Hrafnetor locken. Das könnte man theoretisch machen, weil das ist doch eigentlich eine Stufe 4 Quest. Und Falkas Haus errichten. Das wollten wir doch, glaube ich, zuallererst machen. Ich erinnere mich. Falka braucht einen Platz zum Arbeiten, damit sie Ivor helfen kann, die Welt der Träume zu bereisen. Obwohl, ja, wir machen erstmal das hier. Denn ich denke mal, wir müssen ja noch ein paar Klöster plündern. So, hatten wir die noch rausgesucht? War das hier ein Kloster? Nee, ne? Oder? Wir gucken mal doch mal sicherheitshalber kurz mal rein in die Welt. Was ist das denn hier? Gut, was ist denn ein Kloster, was uns zum Beispiel gewachsen wäre? Stufe 160 brauchen wir noch nicht machen. Hier oben wären welche 250. Mein lieber Scholli. 130. Also es geht hier auf jeden Fall auch noch in die ganzen anderen Ortschaften. Südsachse. Erinnert ihr euch noch an den komischen Typen? Diesen König von Nordsachse? Gibt es Nordsachse wirklich? Ist das hier irgendwo eingezeichnet? Nee, das hat er sich, glaube ich, nur ausgedacht. Okay. Gut. Was ist denn ein schönes Kloster, was uns gewachsen ist, was wir ein wenig plündern könnten? Stufe 90. Wird nicht als zu stark angezeigt. Könnten theoretisch... Was ist da? Oh, hier ist ein Bild. Gut, schauen wir mal. Oh, guck mal hier. Das Bild schauen wir uns mal ganz kurz an. Wow. Guckt euch das zerfallene Aquädukt an, ey. Wahnsinn. Das sieht gemalt aus, oder? Ist es eine Spielszene oder... Also ist dieser untere Bereich... Ne, ihr könnt den Mauszeiger nicht sehen. Der untere Bereich... Ich kann auch nicht hinzeigen. Der ist auf jeden Fall... sieht auf jeden Fall aus wie ein Ölgemälde. Ist es aus den Konzeptzeichnungen des Spiels? Steht es als... Achso, steht da tatsächlich. Konzeptgrafik des Tages. Ich bin... Naja, okay. Man verzeihe mir, ich habe gerade erst angefangen aufzunehmen. So... Können wir hier eine Schnellreise starten? Ist auch eine interessante Frage. Was ist das? Hier können wir hinreisen. Das würde ich jetzt mal einmal empfehlen. Und dann werden wir einfach den Fluss hinunterschippern. Und in die große, weite Welt hinausfahren. Mit unserem kleinen, aber feinen Wikinger-Segelschiff. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger überhaupt einen Namen haben. So, okay. Einmal an Bord gestiegen. So. Verschwinden wir von hier. Jetzt müssen wir, ich glaube, geradeaus ist das schon eingezeichnet mit den beiden gekreuzten Äxten. Da werden wir jetzt mal zuschlagen. Ich hoffe, wir schlagen uns auch wirklich gut. Weil Stufe 90 scheint noch relativ hoch zu sein. Also. Deswegen ist ein. Ich sehe auch gerade, errichte Siedlung Stufe 4 ist eigentlich auch schon relativ hoch. Also da müssen wir ja auch einiges für tun. Einige Bündnisse für schließen. Lacton Skivity, genau, das denke ich auch ab und zu mal. Wir sind gleich beim Kloster und werden viel plündern. Okay, plündern! Das schöne Lied leider unterbrechen, denn es ist Plünderungszeit. Ein Wikinger ist nur gut gelaunt, wenn er wenigstens einmal am Tag geplündert hat.
So, okay, hier machen wir ein kleines Attentat, weil der hat uns leider noch nicht gesehen. Tut mir leid, Kollege. Kollege Schnürschuh. Oh. Ah, habt ihr gesehen? Der wollte ganz schön ausholen, der kleine Mann. Oh. Ach, das ist unser Hauptmann. Ich wollte gerade sagen, Alter, warum haben wir so einen Riesen als Hauptmann genommen? Ey, heftig. So, Himbeeren sammeln, Himbeeren sammeln. Himbeeren sind manchmal ganz lecker, aber auch nicht immer, weil es kann gut sein, dass die Himbeere wunderschön und super saftig und super süß aussieht und dann ist sie einfach super sauer und überhaupt nicht cool. Da oben steht auch einer. Ja, auf der Wischwelter, ja, das denke ich auch. Hier steht überall Schafsgabel. Die gute alte Schafsgabel. Ich weiß gar nicht, ob es Schafsgabel war. In der Antike hat man auf jeden Fall irgendein Kraut, in was so ähnlich ist wie Schafsgabe oder vielleicht sogar die Schafsgabe selber, benutzt, um Leute zu vergiften, die man loswerden wollte. Und ja, das Ganze hieß, glaube ich, der lachende Tod oder so ähnlich, weil die Leute halt einfach mit einem Lächeln die Klippe runtergerannt sind, wenn die einen Sud aus diesem Zeug getrunken haben. Und ich sehe gerade, hier vorne ist eine kleine Störung im Screen. Warte, so. Ja, wir müssen aber erst den Kampf gewinnen, sonst... Upsala! Ach, Mann, das hätte so gut aussehen können. Aber es war mir nicht vergönnt. So, den haben wir. Ja, keine Sorge, du bist... Oh, jo, du hast es hinter dir. Okay. So, dann will ich das mal eben einmal hinter mir ein bisschen zurechtrücken. So, okay, ich glaube, das... Ist das überhaupt die Seite? Es ist die Seite. Ich glaube, das ist der Schatten vom... Na, lass mich mal kurz in Ruhe hier. Dreh das mal hier ein bisschen auf. Könnte aber sein, dass gleich ein heller Schatten kommt. Es ist, glaube ich, der Schatten von meinem PC-Tower hier, der dann von dem anderen übernommen wird. Okay, aber gut genug gelabert. Wir sind hier mitten in einer Schlacht. So. Ich wollte gerade sagen, wenn der uns trifft, dann fallen wir bestimmt runter, aber... So. Was ist denn der da? Okay. Ich muss sagen, das macht ein bisschen Spaß. Der macht doch irgendwie so eine Art Auto-Aiming. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit Controller spiele oder so. Den unterstützen wir hier auch mal so ein bisschen. Das sind auch fiese Kerle mit den Hellebarden. Also die, da bin ich echt gar kein Freund von. So, okay, den haben wir. Wollen wir da hinten schon mal ein bisschen vorbereiten. Nee, Moment mal. Wo? Hier hinten irgendwo, aber ich sehe ihn nicht. Hier oben, aber... Da. Okay, das hat sich schon erledigt. Ich glaube, wir sollten gleich mal ins Gefecht eingreifen. Ein bisschen machen wir noch. So... Ich habe übrigens letztes Mal, wir haben ja mal in irgendeiner Folge über die Pest geredet und ich glaube, da hatte der liebe Arne auch irgendwas zugeschrieben. Im Jahr 500 so und so wurde die Pest das erste Mal nachgewiesen und ich glaube aber, dass das, was wir jetzt gerade hier spielen, schon 1200 nach Christus ist. Also müsste die Pest zu dieser Zeit hier schon 400 Jahre existieren, wenn mich nicht alles täuscht. Also ihr könnt mich gerne berichtigen. Aber ich glaube irgendwie, das hier ist schon das Mittelalter gewesen. Also das eine gute Portion vom Mittelalter. Also ich hätte jetzt fast gesagt schon das Spätmittelalter. Aber ja, ich werde das zur Sicherheit mal nach einer Aufnahmepause mal einmal nachgoogeln und euch dann genauere Details dazu sagen, bevor ich hier Bullshit erzähle. Ist mir gerade nur so zufällig in den Sinn gekommen, weil das hatte mich, glaube ich, habe letztes Mal irgendwas gesehen in die Richtung und da hatte mich das selber ein bisschen gewundert, dass das Zeitalter der Wikinger in England doch tatsächlich so spät war, dass die rübergefahren sind, um dort
den König zu stürzen, um selber das Ruder in die Hand zu nehmen. Ich hätte jetzt gedacht, das hier ist so ungefähr die Zeit, ja, vor Christus hätte ich jetzt nicht gesagt, dann wäre es auf jeden Fall das römische Zeitalter gewesen. Wie doof war das denn jetzt bitte? Aber ich hätte gedacht, so 400, 300, 400, maximal 500 vielleicht nach Christus. Aber 1200 ist schon krass. Also, ich meine, 250 Jahre später hat Kolumbus mit... Also, da waren die Spanier schon so weit, dass es schon diese fetten Segelschiffe gab und so. So. Okay, wir müssen nochmal ganz von vorne plündern. Das hat uns alles nichts geholfen. Durch mein unaufmerksames Gelaber. Diesmal werden wir uns aber auch nicht auf die Hellebarde oben beschränken, sondern wir werden direkt durchgehen. So. Betäubungsschlag. Okay, super. So, können wir hier irgendwas einsammeln? Na, den nehmen wir auch nochmal kurz mit. So. Okay, einwandfrei. Aber es kann doch nicht das Hochmittelalter gewesen sein, weil sonst hätten die hier wirklich Plattenrüstungen vom Allerfeinsten. Aber die kamen ja auch, glaube ich, erst zu einer Zeit, als es schon Schusswaffen gab. Und ihr habt ja die Hellebarde gesehen, hier diese Armbrust, die gab es in der Antike zwar auch schon, aber die war, glaube ich, lange Zeit vergessen. Und dann kamen irgendwann diese Handarmbrüste und dann wurden solche Dinge auch wieder modern. Wenn mich nicht alles täuscht, also liebe Kinder oder liebe Leute, die sich hier gerade auf ein Schulreferat vorbereiten oder so, ich glaube, das hier ist nicht die richtige Stelle, um sich geschichtlich zu informieren. Ihr solltet hier nur zugucken, wenn ihr einfach Bock drauf habt. Und ja, am besten die Sachen, die ich so erzähle, wenn es euch wirklich interessiert, dann selber nochmal nachgucken. Wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht wirklich informiert, sondern ich habe dort... Was ist das denn hier? Achso, der will ein Foto machen. Ah nein, ich will auch gar kein Foto machen. Vor allen Dingen so ein Foto und das wird dann jetzt wahrscheinlich hochgeladen. So, okay. Ja, kommt von den Seiten und strengt euch an. Oh, der hat einen Hammer. Da sollten wir aufpassen. Ein Hammer, Bros. Aua. Das ist hier wieder so ein Pseudo-Meuchler. Ei, der mit dem Hammer, Alter. Oh, fuck, fuck, fuck. Okay, ich muss mal einmal kurz so konzentrieren. Oh, wow. Das ist tatsächlich irgendwie so eine Art Marodeur wieder. Oh, Alter. Wie kann man sich denn so schlecht schlagen? Mein Gott, ey. Komm schon, so. Das kann ja nur heiter werden hier, unsere kleine Eroberung. Boah, heftig, ey. Der geht ganz schön ab. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen uns gleich unbedingt ein bisschen Proviant einsammeln. Hier hinten waren noch Sträucher. Den werden wir auch nochmal kurz... Boah, Alter, das ist genau in diesem Moment so zuschlägt, wenn wir dort um die Ecke gerannt kommen. Ah, ich wollte gerade sagen, lass den Stab auf dem Rücken, aber nee... So. Gut. Dann einmal hier runterflitzen, wo die Sträucher waren, weil ein bisschen Proviant möchte ich dann schon dabei haben. Nicht, dass wir hier gleich in 20 Minuten schon wieder den Geist aufgeben. So. Boah, guckt euch diese dicke Marmorsäule an. Aber die sind auch schon relativ verfallen. Also ich muss sagen, das passt auch schon wieder, dass das Zeitalter der Römer vielleicht schon 1000 Jahre her ist. Weil das Pantheon... Zum Beispiel, der Griechen ist ja genauso verfallen, sage ich mal. Und das Kolosseum sieht auch ähnlich aus. Und ja, das ist... Ja gut, jetzt nochmal wieder 1000 Jahre später. Aber das passt schon in gewisser Art und Weise. Es muss den Leuten damals auch super seltsam vorgekommen sein. Diese Ruinen von Städten... die so krass fortgeschritten waren. Überall in der Landschaft und selber dann halt Strohhütten und sowas. Das wäre genauso, als würdest du heutzutage gucken und da würden irgendwo Häuser stehen, die aus Glaskuppeln bestehen.
die man vielleicht erst in 100 Jahren erwarten würde. Also man sieht praktisch ständig, dass die Technik schon mal viel weiter war. Aber ich glaube, da war aber auch die Pest ziemlich dran schuld. Die kam ja, glaube ich, über die Seidenstraße irgendwann mal rüber und hat dann in 0, nichts fast die ganze Menschheit ausgerottet. Also das war schon nicht harmlos, was da damals passiert ist. So. Okay, der schießt uns dort den Weg frei. Wir gehen mal hier rein. Aua. Sei doch nicht so aggressiv. Ich will doch nur das Kloster einnehmen. So. Können wir den irgendwie ein bisschen betäuben? Aua. Ich wollte gerade sagen, jetzt schnappt er sich bestimmt wieder seine Stange, die man eigentlich mit einer Axt sofort durchhacken könnte. Und verteidigt sich bis aufs Blut. So, den haben wir. Ah, verdammt. Daneben. Hä? Der hätte aber sitzen müssen. Oh, den beleben wir nochmal wieder. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Sehr wahrscheinlich. So. Oh nein, das ist wieder so ein Meuchler. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Hä? Also der wäre ja wohl locker der Tod eines jeden Meuchlers gewesen gerade. So. Sehr gut. Okay, eine sehr große Kirche. Die werden wir gleich auch plündern, nur keine Sorge. Das ist ja, wollte ich gerade sagen, setzt das alles schön in Brand. Irgendwo ist hier noch einer. Ich sehe den gerade nur nicht. Die sitzen da alle oben überall mit ihren Bögen in den Säulen und ärgern uns. So. Gut, den hätten wir. Ach ja, hier ist noch ein bisschen Proviant. Den müssen wir uns auch nochmal mitnehmen. Gute alte Proviant. So. Haben wir es geschafft? Ich denke nicht, ne? Wir müssen sowieso plündern, also würde ich sagen, stemmen wir mal die Tür. Ja, das war klar. Müssen wir ganz oben rüber oder können wir hier auch durch so ein... Ah, ne, können wir nicht. Gitterfenster, die lassen uns da leider nicht rein. Schau mal, können wir das hier noch in Brand stecken? Will ich eigentlich gar nicht, weil ich meine, das gehört der einfachen Bevölkerung. Das will ich eigentlich gar nicht im Rand stecken. So. So. Sehr gut. Warte mal, da stand gerade plündern. Ich sollte immer darauf achten, dass wir genug Pfeile dabei haben. Was ist hier denn offen? Okay. Eigentlich kann man doch so eine Tür auch einfach eintreten. Aber gut, suchen wir uns einen einfachen Weg. Sipi Vasile, genau. Da liegt noch jemand, den werden wir mal ganz kurz... Da liegt auch noch jemand. Ja, ich glaube, das bringt auch nichts, wenn wir die jetzt alle wiederbeleben. Aber wir müssen sowieso mal aufs Dach hinaufsteigen. Alter, dass er das geschafft hat. So, okay, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Hier rüber. Oh, Alter. Guck mal, da oben die Burg, die Motte. Das ist ja richtig cool. So, einmal hier rüber. Dann geht dort noch ein Seil rüber, aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter. So, hier kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir hier rüber. Na los.
Gut, das ist auch ein offenes Fenster, da können wir dann gleich mal hineinsteigen. Da hätten wir den Weg auch schon gefunden. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist einmal schauen, ob hier irgendwo welche rumlaufen. Oh, hier, ein Brief zum Lesen. Entsetzter Brief, Abt Dullbearer. Ich bete jeden Tag für die Seele von Bruder Als. Der Mann ist ganz klar von Habsucht besessen. Zweimal schon habe ich ihn meine Ledersandalen tragen sehen, die mein Onkel mit eigenen Händen angefertigt hat. Einmal zwang er mich dazu, mein Manuskript zu verbrennen, weil er meinte, es wäre zu blumig geschrieben und grenzte an Dekadenz. Ich empfehle also voller Demut, dass der gute Bruder, möge der Herr über ihn wachen, ein Büßerhemd tragen und sich 10, 12 oder gar 15 Hiebe der Selbstgeißelung zufügen möge. Bruder Timotheus. Der Bruder Timotheus, der scheint auch ziemlich habgierig zu... Oh nein! Das dauert nicht lang. Den habe ich nicht gesehen. Da müssen wir uns mal einmal ganz kurz wieder ein bisschen zurückziehen. Alle Obsasa. So, ui. Hasenfuß. Tut eure Pflicht, Männer. Nein. Oh, hä? Warum habe ich denn jetzt auf einmal keine Ladung mehr? Shit. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht, will hier nicht, will hier nicht sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schnell raus hier. Ich habe doch Proviant aufgesammelt. Ach, die bringen fast nichts dazu. Oh, shit. Oh, Junge, das war knapp. Lass dich in Ruhe. Oh, Leute, das wäre es jetzt fast gewesen, ey. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass wir schon proviantmäßig wieder gut aufgestellt sind. Und dann dachte ich, mache ich mal eine kleine Heilung zwischendurch und wäre daran fast gestorben. Hey, das war meiner. Okay. Na, ich will ja mal nicht so sein. So, beleben wir dich auch nochmal wieder. Blöder Hammertyp. Wäre doch gestunt gewesen, ey. Ach, Mann. Okay, da hast du deinen Herrn. So, wir gehen wieder rein. So, haben wir hier irgendwo einen Schatz oder noch irgendwelche Informationen, die wir brauchen? Ich nehme doch an, hier ist ein schönes Schätzchen für uns versteckt, oder? Du bist zerschmettert! So. Den könnten wir theoretisch auch aufsprengen, den Teil. Steht hier irgendwo was rum, was man benutzen kann zum Sprengen? Müssen wir das von draußen... Boah, ich dachte gerade schon wieder, der Riesentyp ist wieder ein Gegner. Hier ist auch noch was. Bekanntmachung bezüglich Fulke. Brüder, ich warne jeden Einzelnen von euch, dass ihr euch mit der Gefangenen namens Fulke nicht auf theologische Debatte einlasst. Sie hat eine teuflische Art, einem die Worte im Munde herumzudrehen, sogar die Heilige Schrift selbst. Und am Ende erscheint man närrisch und ungebildet. Wir dürfen sie nicht ihren dunklen Künsten frönen lassen. Gespräche müssen beschränkt werden und auf Themen wie Essen, das Wetter oder die Lobpreisung von Lady Edwin. Abt Dilber. Okay, anscheinend hat die es ziemlich drauf und das gefällt den Herrschaften nicht, logischerweise. Da müssen wir mal draußen mal einmal gucken, ob hier irgendwo was rumsteht. Ich sehe auch gerade, wir sind bei 24 Minuten. Moment. Nee, das war kein Gegner. Wir suchen nochmal schnell irgendeine explosive Mischung, irgendwie so eine Vase, die man dort mit reinnehmen kann, um die Tür aufzusprengen. Da vorne standen welche, aber ich glaube, die sind mit dem in Brand setzen. Ah ne, hier ist eine. Okay, sehr gut. Die nehmen wir mal mit. Boah, guckt euch das an. Das sieht auch mega cool aus. Der Mond stand hoch am Himmel.
und wir schleppten eine brennende Vase ins Kloster. In die unheiligen Hallen. Ja, Brugard. Okay, dann wollen wir mal gucken. Dann wird der Schatz ja sicherlich hier hinter versteckt sein. Kannst du das mal abstellen? So. Und hüpp. Einwandfrei. Warten wir mal kurz, bis die Flammen weg sind. Oh Gott, guckt euch die ganzen Ratten an, ey. Hier lohnt sich das Plündern. Das stimmt, hatten wir schon mal versucht, ne? Ratten kann man nicht. Oh nein, was ist das denn hier? Ich brauche Hilfe! Ist das die Tante, mit der die nicht reden wollten? Sieht so aus, ne? Das könnte ein Rock sein und eine Bluse. Oh Gott, ey. Naja, wir werden es wohl nie erfahren, es liegt noch irgendwo ein Schriftstück rum. Trauriges Schicksal. Das ist schade, jetzt hätte ich aber zu gerne noch gewusst, was die so aufgeschrieben hat. Aber hier ist leider nichts zu finden, oder müssen wir hier noch... Nee. Vielleicht ist da auf dem Kronleuchter irgendwas drauf? Nee. Na gut. Liebe Leute, ich würde sagen, da machen wir an der Stelle eine kleine Aufnahmepause. Wir sind ja noch mitten in der Plünderung. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was es sonst noch so zu holen gibt. Und ja. Mal schauen, vielleicht kann man das hier, kann man noch irgendwo ein Schriftstück finden, was uns verrät, wer die ominöse Frauenleiche dort drüben ist. Also... Liebe Leute, bis übermorgen. Ciao.